Ja, wir betreiben die Top-Attraktionen in Österreich mit begeisterten Mitarbeitern und vor allem mit zufriedenen Kunden, was ganz, ganz wichtig ist. Und das wollen wir uns für die Zukunft natürlich mindestens in dieser Qualität aufrechterhalten, wenn wir die Internationalisierung vorantreiben. Wenn man da auf der Festung schaut, es sind ja sehr, sehr viele internationale Gäste bereits da. Und wenn wir, was mir auch ganz wichtig ist, auch die Digitalisierung weiter ausbauen, dass die Gäste nicht mehr alle an der Schlange stehen müssen, sondern dass sie zu Hause das Ticket buchen können, aufs Handy laden oder ausdrucken oder bei ihrem Vermieter das Ticket bekommen und so die Kundenzufriedenheit und die Qualität des Erlebnisses natürlich wesentlich gesteigert wird. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist und wo ich Riesenchancen sehe, ist die Verschränkung zwischen Kultur in der Stadt, Natur in der Wolfgangsee-Region mit unseren Angeboten der Technik, Natur, Kultur und Technik, einzigartige Erlebnisse aus einer Hand. Da sehen wir sicherlich unser größtes Potenzial und darum werden wir uns auch gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen bemühen, hier die Angebote der Salzburg AG in die Auslage zu stellen, zu bewerben und international auch zu positionieren. Ja, was ist das Wichtigste für uns? Für uns ist das Wichtigste glückliche und zufriedene Fahrgäste. Und glückliche und zufriedene Fahrgäste wollen wir natürlich in den nächsten Jahren mehr sehen bei der Schafferbahn und Wolfgangsee-Schifffahrt. Dazu gehört natürlich ein Ausbau der Qualität. Die Fahrgäste sollen einfach zu Hause bereits auf ihren Computer, im Internet den Geschmack bekommen, da möchte ich hin, ich möchte auf die Festung, ich möchte zur Schafbergbahn, ich möchte zur Wolfgangsee-Schifffahrt. Wenn Sie dann hier sind, sollten Sie diese Qualität auch geboten bekommen. Und wenn Sie nach Hause fahren, glücklich beim Stammtisch erzählen, wow, das war ein toller Ausflug.